Guten Morgen Deutschland! Und dieser Morgen ist wirklich ein besonders guter Morgen. Und warum ist das ein besonders guter Morgen? Weil ich meinen ersten selbstgemachten Joghurt gegessen habe. Und ich hätte vor ein paar Monaten gar nicht geglaubt, dass ich bei Joghurt ein Lächeln aufs Gesicht kriege, weil ich bin überhaupt kein Joghurt-Fan gewesen. Und vielleicht lag das aber auch an der Laktose oder irgendwie an der Milch. Und ich habe ausgehend von diesem Auberginensalat, diesen veganen Heringssalat, den ich gemacht habe, habe ich das erste Mal mitbekommen, dass Joghurt auch eine Möglichkeit ist, ja, irgendwas bei mir zu erreichen vom Geschmack, was sonst mir vielleicht auch ein bisschen fehlt. So ein bisschen das Säuerliche oder so weiter, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich total froh, dass mein Joghurt geklappt habe. Ich habe das gestern natürlich alles per Video aufgenommen. Das kommt jetzt gleich, dass ihr seht, wie ich den Joghurt gemacht habe. Es ist noch kein konkretes Rezept. Aber ihr seht, was ich gestern gemacht habe. Und ihr seht, was gut geworden ist, was schlecht gelaufen ist. Und ich werde noch explizit ein Rezept machen und werde das auch noch verfeinern. Genau abmessen, wie viel ich von jedem benutzt habe und so weiter. Damit man das sozusagen dann auch nachmachen kann. Aber für die Ungeduldigen unter euch, und man kann es eigentlich quasi mit dem Video schon nachmachen, habe ich das mal so festgehalten. Und ja, also Joghurt an sich bin ich überhaupt kein Fan von. Und auch wo ich gestern 0.15 Uhr, da bin ich normalerweise schon in den tiefsten Träumen, wo ich den gekostet habe, habe ich auch gemerkt sofort, ja, das ist wie Joghurt. Also nicht so gut, weil ich mag den Joghurt, aber da muss dann sehr, sehr stark gesüßt sein oder gewürzt sein. Und ich habe dann 15 Tropfen Stevia drauf gemacht, also ungefähr 15 Esslöffel Zucker. Und dann war diese Symbiose, diese Süße und diese Säuerlichkeit, genau das, was ich von dem Joghurt, den ich kaufe, auch kenne. Aber nur, dass ich sie selber gemacht habe. Und zwar aus einer Zutat wie Mandeln, Hanf oder Haselnüsse, was auch immer, Wasser und Bakterienkulturen und sonst nichts, kein Zucker, keine Zusatzstoffe, keine Stabilisatoren oder eben keine zugesetzten Vitamine, weil ich strotze ja schon vor Vitaminen durch meinen Smoothie und durch alles, was ich esse. Also von daher, es ist einfach ein geiler Tag, weil ich jetzt meinen Joghurt immer selber mache und es ist sehr, sehr einfach, wenn man einmal so das drin hat, wie es geht, extrem einfach und er hält sich bis zu 2 Wochen im Kühlschrank und man muss nicht immer neue Joghurtkulturen kaufen, sondern man kann eine Zeit lang, ich habe gelesen, es ist nur eine Zeit lang möglich, einfach von dem Joghurt, den man isst, einen Löffel oder 2 Löffel abschöpfen, rein in das neue Glas und dann, weil das sind ja aktive Kulturen, lebende Kulturen und die sterben aber irgendwann dann auch irgendwann ab. Also man sagt, ja, was ich so gelesen habe, ist unterschiedlich, muss man probieren, Erfahrungswerte wahrscheinlich. Aber man sagt, man kann das auf jeden Fall so wahrscheinlich 20 Mal wiederverwenden. Das heißt, ja, 20 Mal Liter, also 20 große Joghurts. Ich weiß es nicht, aber auch so, ich habe 3 Flaschen bekommen für 15 Euro. Und die kosten jetzt glaube ich bloß noch 12 Euro, wenn du bei Amazon kaufst. Und also das ist absolut möglich für jeden und es ist wahrscheinlich sogar billiger, aber das habe ich noch nicht durchgerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wahrscheinlich ist es billiger, als wenn man Joghurt kauft. Gerade die Soja-Joghurts, die kosten ja selten unter 1 Euro. Und von daher glaube ich, ist es mit Sicherheit billiger. Und es schmeckt viel, viel geiler. Und es ist selbst gemacht und es ist nichts drin und es ist einfach nur geil. Und ja, ich will euch nicht weiter auf die Folter spannen. Doch will ich. Und zwar habe ich noch eine Sache, die ich unbedingt loswerden möchte. Und zwar, ich hatte gestern mein Gluten-Food-Diary, was ich mal abends poste im Rahmen meiner 30 Tage-Versuchs ohne Gluten zu leben, habe ich gestern nicht gepostet. Einfach aus dem Grund, weil ich das jetzt so mache, dass ich einfach tags drauf das Food Diary Poster. Das ist einfach angenehmer, weil da kann ich, wenn ich abends dann doch noch was esse, dann kann ich dann mit reinnehmen. Also von daher, ja, wundert euch nicht, sozusagen jetzt auch, dass ich das Food Diary immer einen Tag später poste. Auf jeden Fall, um es kurz zu machen, ich spanne euch irgendwie doch auf die Folter. Wahrscheinlich habt ihr schon lange wieder übersprungen und geklickt bei YouTube. Das müsste eigentlich abgeschafft werden, dass man da überspringen kann. Aber nun gut, jetzt kommt das Video. Viel Spaß! So, ich bin total aufgeregt. Es geht los, das eigene Joghurt machen. Ich habe mir überlegt, also ich habe mir zwei Milchsachen geholt. Das heißt einmal Bio-Soja-Reismilch und Bio-Dinkel-Natur-Milch. Dann habe ich Haselnusskerne für Haselnussjoghurt, Mandel für Mandeljoghurt und Hanfsamen für Hanfsamenjoghurt. Ich hoffe, das funktioniert alles. Kamera sieht alles, habe ich, ja. So. Und ja, und im Endeffekt geht es jetzt los, dass ich erstmal die Milch natürlich herstellen muss. Das heißt, ich habe 5 Gläser. 5 Gläser passen in den Instant Pot rein. 5 Gläser. Und da habe ich mir gedacht, die Milch kann ich ganz normal reinmachen. Die haue ich einfach hier rein, stelle das rein, ist klar. Aber die anderen muss ich machen. Wie viel muss ich machen? Natürlich so viel, dass genau viel in das Glas reinpasst. Also werde ich das jetzt hier mixen. Und entsprechend dachte ich mir, dass ich mir natürlich die Haselnüsse hier reinmache. Dann Wasser, dann mixe. Und das ist dann die Milch.
So. Das sind jetzt. Ich glaube, das macht man gar nicht so viel, glaube ich. Ich glaube, das. Da machen wir mal so. Naja, so ein Fünftel gefüllt mit Haselnüssen. Ach shit. So. So, dann tun wir die jetzt mit Wasser machen. Weil hier so ein Joghurt ist. Den Joghurt tun wir jetzt hier rein. Und mixen den. So, jetzt haben wir unseren Haselnussmilch. Ach so, als erstes müssen wir in den Instant Pot mal so ein Glas Wasser geben, weil wir das ja noch desinfizieren müssen alles. So, jetzt machen wir hier die Haselnussmilch. Ah, scheiße. Naja. Da sind noch ein paar Haselnussstückchen drin, aber ist ja egal. Trotzdem ist auch ein bisschen Haselnussmilch da. So, und stellen wir dann hier rein. Dasselbe machen wir dann mit dem nächsten, also Mandeln. Wird da unten Bodensatz Mandeln gefüllt. Zack und schwupps. Und in der Zeit, wo ich jetzt hier mixe, tue ich mal die anderen beiden Gläser jeweils mit dem Soja-Bio-Reis und Dinkel-Natur voll machen. So. So, das ist sozusagen die Mandeln. Ich muss bloß mal aufpassen, dass ich mir merke, wo alles ist. Hä? Das ist mehr geworden, als drin war. Das war jetzt voll irgendwie im Volumen gestiegen. Egal. Also, das ist jetzt Bio-Soja-Reis. Das ist Bio-Dinkel. Der hat komische Flocken drin. Ist aber haltbar. 29.07.2016, ja, eigentlich schon. Hat irgendwie Flocken drin. Naja, drauf geschissen. So, genau. Das hier ist Haselnuss, das ist Mandel und das letzte Gläschen, das war jetzt Hanfsamen. So. Gut. Da haben wir jetzt also unsere fünf Gläser und jetzt wird das erstmal sterilisiert, indem man sozusagen eine Minute lang hier auf Steam klickt. So, back on the road. Jetzt schauen wir mal, was da geworden ist. Also ist jetzt sozusagen... Oh! Ja, das sieht ja schon fast aus wie Joghurt. Also... Dieses Erwärmen, das hat jetzt dafür gesorgt, dass hier schon so geflockt ist. Aber naja, das ist jetzt einfach nur desinfiziert quasi. Na gut, das geht auch irgendwie. Naja, mal drauf geschissen erstmal. Jetzt muss ich das abkühlen lassen bis 46 Grad. Bis 46 Grad. Und wenn das bei 46 Grad abgekühlt ist, dann, also die Milch, die ist ja ganz normal, wenn das bei 46 Grad abgekühlt ist, dann kommen diese Joghurtkulturen rein. Und dafür habe ich mir so eine kleine Waage mitgebracht, dass ich das genau abmessen kann. So, da sind wir wieder. Die Joghurt sind da, Dinkel, Soja-Reis. Bei den anderen dreien habe ich ein bisschen verwurstelt, aber ich glaube, das war Hanf und die anderen beiden werden schon rausschmecken. Sind jetzt handwarm, kann man nehmen. Jetzt nehme ich meine Joghurtkultur und da steht eine Messerspitze auf 1 Liter. Und ja, ich denke mal, das sind jeweils so 200 Milliliter, vielleicht ein bisschen mehr. Das heißt, ich werde mal so eine große Messerspitze nehmen. Und ich werde das hier auf einer grammgenauen Waage wiegen, damit wir genau wissen, was da sozusagen benötigt wird. Und ja, ich fange mal an, hole mir das Zeug jetzt hier raus. Das sind 12 Gramm gewesen. Das ist ausgegangen. 12 Gramm. Und da tue ich jetzt in jeder quasi ein Fünftel rein. Das ist natürlich blöd, dass ich nur gerade 12 Gramm genommen habe. Das sind dann 10 durch 5 sind 2. Und 2 durch 5 sind 4. Das heißt 2,4 Gramm in jeder.
die Haselnüsse und die Dingsnüsse, die sind jetzt schon, na, joghurtartig wäre übertrieben, aber schon recht, naja, schon ein bisschen angezäht. Also da wird es wahrscheinlich, aber Joghurt macht ja immer so einen sauren Geschmack aus. Und da bin ich gespannt, ob das dann sozusagen funktioniert. So. Gut. Dann machen wir die Dinger zu. Nehmen wir noch nicht zu, sondern stellen die einfach rein. Wie gesagt, ich habe leider keine Ahnung mehr, was was ist. Aber das Dunkle war, glaube ich, Hafer und das Helle war Soja. Und na, wir werden sie sehen. So, dann machen wir den Deckel zu. Und gehen auf das Joghurtprogramm. Und das sind nämlich gediegene 8 Stunden, wie die Sache jetzt verläuft. Und ja, und dann nach 8 Stunden hab ich schon Joghurt. Mal sehen, bin gespannt. Wir sehen uns dann wieder. Es muss dann ungefähr Mitternacht sein. So, jetzt dürfte es gleich soweit sein. 8 Stunden später. Es ist schon nach Mitternacht und eigentlich liege ich im Bett. Also will natürlich den scheiß Joghurt jetzt auch endlich probieren. Ah, Bums aus, 8 Stunden später. Ja, ja, ist ja gut. Ja, ja, ist ja gut. So. Dann schauen wir uns das mal an. Also das hier, von der Konsistenz her ist es Joghurt ähnlich, aber ein bisschen zu flüssig. Kosten? Naja, also hat auf jeden Fall was von Joghurt. Aber ist noch relativ flüssig für Joghurt. Aber geschmacklich auf jeden Fall. So, das hier ist mir gar nichts geworden. Hä? Ja, das ist nur der absolute Reinfall. Das ist immer noch flüssig. Das ist die Hafermilch gewesen. Also das ist ein absoluter Witz. Ja, kann auch Joghurt schmecken, aber das ist einfach nur Pissbrühe. So, also Hafer funktioniert gar nicht. Was haben wir hier? Soja, Reis. Na, das ist ein bisschen eingedickt. Und hier unten, das soll wahrscheinlich Joghurt sein. Aber letztlich ist es auch bloß Pampe. Also flüssig. Aber das ist auch nicht so schlimm, weil die Scheiße wollte ich eh nicht benutzen. Was mir wichtig ist, sind die Sachen, die ich selber gemacht habe. Das ist der Hanf, glaube ich. Das ist Hanf. Schmeckt auch noch ein bisschen nach Joghurt. Das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Und hier, der ist am besten. Wobei das ja eher so Pudding ist, aber das ist ja nicht das Problem. Der Geschmack ist entscheidend und nicht die Konsistenz. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht der größte Joghurt-Fan. Aber wenn ich eine Mandel, wenn ich da jetzt gleich Stevia reinmache, dann wird das oder süß, dann brauche ich einen Mogelchen machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 Esslöffel sollten reichen, Zucker. So, und jetzt kann ich das auch besser vergleichen mit dem Mandeljoghurt, den ich so kaufe, weil ich den auch immer süße. Jo. Absolut. Jo. Und jetzt kann ich mit Sicherheit sagen, dass es geworden ist. Weil den Mandeljoghurt habe ich so nie gegessen, weil ich immer tot süße, weil ich Joghurt halt nicht so Fan bin. Aber da schmeckt genauso wie der Mandeljoghurt, den ich kaufe, wenn ich den gesüßt habe. Also, ich sag mal so, ich bin sehr zufrieden mit diesem Mandeljoghurt. Der schmeckt richtig geil und so wie ich ihn auch kenne und so mache ich ihn selber. Ohne Scheiße, ohne Zucker und ohne was auch immer sonst da drin ist.
Also, Mandeljoghurt voller Erfolg. So, nächster Morgen. Ich esse gerade meinen Joghurt. Ist mega lecker. Und muss sagen, der ist richtig Bombe. Also, ich werde nie wieder Joghurt kaufen. Das ist... Gestern Abend war ich ja noch halb im Schlaf, wo ich getestet habe. Aber der ist richtig, richtig geil. 15 Tropfen Stevia rein und dazu dieser säuerliche Geschmack von dem Joghurt. Mega. Konsistenz gefällt mir persönlich auch. Viel fester dürfte es auch nicht sein, weil sonst, ja, weiß ich nicht. Ich werde es gleich mal probieren, ein bisschen fester zu machen. Das heißt, einfach noch länger zu machen. Aber so, ich muss sagen, ich bin total begeistert. Ich werde nie wieder Joghurt kaufen. Da mache ich noch ein extra Video mit genau den Grammabgaben und tue das genau perfekt machen für die Leute, ja, die das nachmachen wollen. Ja, und dann seht ihr, es ist einwandfrei und es ist total einfach und ich wünsche euch einfach viel Spaß mit der Inspiration. Ihr braucht sicherlich keinen Instant Pot dafür, ihr müsst halt wahrscheinlich nur eine konstante Temperatur halten. Wie hoch die ist, habe ich keine Ahnung, das müsst ihr einen Instant Pot fragen. Aber ansonsten denke ich, ist das kein Problem, auch das so zu machen und irgendwie in einem Herd oder in einem Dörrapparat oder keine Ahnung. Ich bin natürlich froh, dass es der Instant Pot kann und die Bakterienkulturen. Ich habe euch das beides unten verlinkt, sowohl den Instant Pot als auch die Bakterienkulturen. Wer den Instant Pot noch nicht hat, schaut sich am besten mein Rezensionsvideo dazu an. Also wer noch keinen Schnellkochtopf hat, da kann ich eigentlich zu 100% empfehlen, diesen Instant Pot zu kaufen. Weil ich koche quasi nur noch im Instant Pot, wenn ich nicht roh esse. Also mittlerweile sind 80-90% meiner Ernährung roh. Und wenn ich aber was koche, dann nutze ich den Instant Pot. Also von daher meine absolute Empfehlung für den Instant Pot und die Bakterienkulturen würde ich dann gleich mitkaufen, eigenen Joghurt machen, wenn ihr Joghurt mögt. Oder in irgendeiner verarbeiteten Version mögt, so wie ich, wenn sehr, sehr viel Süßstoff dran ist. Das müsst ihr für euch entscheiden. Links, Informationen habt ihr jetzt alles. Ihr könnt frei entscheiden. Ihr habt auf jeden Fall die Wahl, eigenen veganen Joghurt herzustellen. Eure Entscheidung. Macht's gut. Ich wünsche euch weiterhin eine schöne Woche. Bis morgen. Euer Christian. Tschüssi.